auf dem Platz zählt eben auch, was im Kopf passiert. Und das wollen wir jetzt besprechen mit Steffen Kirchner. Er ist Motivationstrainer und Mentalcoach. Schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Kennen Sie sich auch bestens aus im Leistungssport, arbeiten dort auch zusammen mit Profis aus der Fußball-Bundesliga, im Volleyballbereich, Eishockey, Turnen, also die komplette Palette. Ein echter Fachmann für Kopfsachen in Sachen Sport. Also wenn wir mal die sportlichen Gründe außen vorlassen. Man muss das Ganze natürlich auch ein bisschen differenziert betrachten bei den 3:1-2 Auftritten der deutschen Teams. Dennoch gibt es da vielleicht so einen übergeordneten Grund, den man auf alle beziehen könnte? Naja, es ist wie immer natürlich die Frage, der Unterschied zwischen etwas gewinnen und etwas nicht verlieren ist natürlich immer so eine Geschichte. Das heißt, zwischen führen und zwischen gewinnen ist natürlich auch so ein Unterschied. Und das bedeutet, dass es mal relativ leicht ist, auch als Underdog, als vermeintlicher Underdog, ein Spiel zu bestimmen, auch mal zu führen. Aber ob ich dieses Spiel dann auch wirklich gewinnen kann, ist natürlich auch eine andere Wahrnehmung in meinem Kopf, auch eine andere Selbstwahrnehmung. Und das ist was, wo man dann oftmals auch zum Nachdenken kommt, wenn man auf dem Weg zum Sieg ist und dann auf einmal das Bewusstsein kriegt, wow, wir könnten dieses Spiel wirklich auch gewinnen. Und dann verändert sich oftmals die Biochemie im Körper und dann verändert sich auch die Verhaltensweise, also das Spiel. Also das Problem ist dann eigentlich das Nachdenken, das besser sein lassen? Ja, die Frage ist, wie macht man das? Ja, also das gibt es ja oft, dass man sich sagt, na, man sollte einfach mal nichts denken, einfach mal ganz locker weiterspielen. Die Frage ist, wie geht sowas? Und da gibt es natürlich schon Strategien, die man aber auch einschleifen muss, die man üben muss, die man trainieren muss. Das ist auch Frage von einer Art von Training. Und das ist mit Sicherheit auch ein Entwicklungsprozess dieser Mannschaften, die eben in der Underdog-Position scheinbar waren und sich da vielleicht auch ein bisschen rausentwickeln sollten. Dann wollen wir da ein bisschen all the timer einsteigen und das Ganze ein bisschen differenzieren. Wolfsburg also zu Gast gewesen im Old Trafford bei Manchester United. In der Außenseiterrolle, das ist klar, dann kommt man dahin und hat solch einen Start, führt schon nach 4 oder 5 Minuten mit 1:0. Was sollte dann optimalerweise im Kopf passieren? Am besten gar nichts. Boris Becker hat es so schön damals gesagt, als er 1985, glaube ich, war, Wimbledon gewonnen hat und man ihn gefragt hat, was macht er eigentlich gerade in diesen besonderen Momenten, warum er da so gut spielt. Und er hat gesagt, das Besondere ist, dass da in meinem Kopf gar nichts passiert. Und das ist das Wichtige, dass man nicht in diese Zielorientierung verfällt, sondern in einer Aktionsorientierung bleibt. Das ist ein wichtiger Punkt, denn Zielorientierung führt immer eine Bewertung. Ist das jetzt gut oder schlecht, was ich jetzt mache? Es kommt ein Zeitspiel in den Kopf. Also lauter äußere Faktoren und erfolgreiche Mannschaften beschäftigen sich viel mit ihrem inneren Spiel, wie ich das immer nenne, also das Spiel meiner Gedanken, meiner Gefühle, meiner Wahrnehmung, meiner Konzentration. Ist das vielleicht auch schwieriger natürlich im Mannschaftssport, weil man da natürlich 11 Jungs auf dem Platz hat, wo ja auch eine Wechselwirkung entstehen kann? Absolut, klar. Also wenn dann natürlich 2, 3 zum Denken anfangen, die vielleicht in ihrer Persönlichkeit oder in ihrer momentanen Phase nicht so gefestigt sind, dann hat das einen Domino-Effekt, wo man dann vielleicht den ein oder anderen Spieler dann auch mitzieht, mit verunsichert. Es kommen die ersten Fehler, ein anderer denkt schon drüber nach, warum der jetzt einen Fehler macht und so entwickeln sich Dynamiken. Das ist ja auch das Spannende am Teamsport, dass es da eben auf einmal Veränderungen in einem Spiel gibt, die man überhaupt nicht erklären kann eigentlich. Inwiefern spielt denn die Vergangenheit eine Rolle oder das kürzlich Erlebte? Denn Wolfsburg war ja schon mal vor, ich glaube, 6 Jahren war es in Manchester zu Gast. Ähnliches Spiel, 1:0 gewonnen, dann 2:1 verloren. Dann kurz zuvor gab es diese 1:0-Führung und die 1:5-Klatsche gegen die Bayern. Kommt dann sowas auch wieder hoch? Naja, da müsste man jetzt mal analysieren, wie viele Spieler von den damaligen Erlebnissen jetzt diesmal noch auf dem Feld waren. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es waren relativ wenige, die da noch, sage ich mal, diese alten Erfahrungen haben. Ich müsste jetzt auch passen auf den Kopf. Ja. Von dem her, aber natürlich machen Spieler in ihrer Karriere immer wieder ähnliche Erfahrungen. Aber ich glaube, wenn solche Erlebnisse auch schon wirklich Monate oder zumindest Jahre zurückliegen, dürfte es auch für einen gestandenen Profi, der auch mental fit ist, ja, der auch Strategien hat, wie er sich in einen emotional starken Zustand auch versetzen kann, dürfte es keine Rolle mehr spielen. Und man kann ja auch festhalten, die Wolfsburger haben hinten raus ja dann nochmal alles versucht, lagen 1:2 hinten nach rund 50 Minuten, bisschen mehr. Und die letzte halbe Stunde hatten sie noch gute Chancen. Ein bisschen anders sah das bei Borussia Mönchengladbach aus. Auch da ja eine andere Ausgangssituation. Erster Auftritt überhaupt gewesen in der Champions League, heimische Kulisse. Neuer Trainer, der sehr erfolgreich war. Und dann geht man 1:0 in Führung gegen Manchester City. Und dann? Naja, und dann kommt wieder das Gegentor. Es läuft eigentlich alles wunderbar. Und dann geht die Denkerei wieder los. Und bei Gladbach ist es natürlich so, die sind ja gerade noch in einer Art Traumabewältigung, wenn ich das mal so sagen darf. Das heißt, diese Mannschaft hat natürlich eine Stärke. Die hat jetzt auch wieder eine Ausstrahlung.
Und trotzdem haben die aber auch schon das Gegenteil davon gespürt. Das war eine Mannschaft, die wie paralysiert gespielt hat in der Bundesliga. Und aus diesem emotionalen Loch, das ist ja eine emotionale, eine seelische Verletzung, die die auch erlebt haben. Diese seelische Verletzung ist mit Sicherheit, weil es ja noch nicht so lange her ist, noch nicht ganz verheilt. Und dann kommt auf einmal so ein Gegentor. Das heißt, diese schlechten Gefühle, diese negative Dynamik, die man von vor ein paar Wochen noch kennt, die nimmt dann schnell auch wieder Besitz über ein. Und dann passiert es eben schneller, dass man wieder ein paar Fehler macht, die man sonst eigentlich nicht machen würde. Also in der Schlussminute quasi das 1:2 kassiert, genau, durch Agüero. Das Ganze vom Elfmeterpunkt. Sie haben gerade gesagt, Sie haben noch ein Trauma, das Sie noch ein bisschen zu bewältigen haben. Jetzt geht es weiter, spannenderweise in der Liga, dann eben gegen den VfL Wolfsburg, die halt Ähnliches erlebt haben. Was wird jetzt wichtig für André Schubert im Hinblick darauf? Was sollte er jetzt seinen Jungs mitgeben? Ich glaube, man muss einfach das mitnehmen, was man mitnehmen kann, das Positive jetzt aus diesen Spielen, und zwar, dass man sich auch vor internationalen Top-Mannschaften nicht verstecken braucht. Das ist wirklich eine Mannschaft, die auf internationalem Top-Niveau spielen kann, und einfach wieder in dem Bereich weiterarbeiten, was sie die letzten Wochen einfach auch gut gemacht haben, und zwar, dass diese Mannschaft wieder Ausstrahlung kriegt, dass sie wieder mit Selbstbewusstsein und auch mit Freude wieder auftreten, und das muss er einfach weiter vorleben. Und ich finde, das macht er auch sehr gut. Diese Lethargie, diese mangelnde Ausstrahlung, diese schlechte Körpersprache ist wieder so ein bisschen Vergangenheit. Und das ist jetzt wichtig, einfach trotzdem, unabhängig von Ergebnissen, von einzelnen punktuellen Ergebnissen, das trotzdem weiterhin aufrechtzuerhalten. Also langfristig orientieren und nicht zu kurzfristig, nicht zu viel große Bedeutung auf kurzfristige Ergebnisse, weder auf Siege noch auf Niederlagen. Großes Thema vor dem Spiel der Leverkusener, klar, war der Ausfall von Lionel Messi. Vor allem auch im Zusammenhang, dass es beim letzten Auftritt im Camp Nou eben dieses 1:7 gab für Leverkusen, wo Messi 5 Tore geschossen hat. Jetzt war man so nah dran. Christoph Kramer hat nach dem 1:2 gesagt, wir hätten nicht nur gewinnen können, sondern sogar müssen. Und waren bis zur 80. 1:0 vorne. Wird das dann in so einer Situation auch wieder präsent? Naja, es ist natürlich so, wenn dann dieses Gegentor passiert, dann passieren auch im Gehirn unterschiedliche Dinge. Ich sage immer, der biochemische Cocktail verändert sich dann im Gehirn. Das heißt, davor bist du natürlich auf Dopamin, auf Belohnungsstoffe, du bist motiviert, du bist locker, du spielst voller Freude, und dann kommt dieses 1:1 und dann passiert ein großer mentaler Switch im Kopf. Du versuchst nicht mehr etwas zu gewinnen, sondern du versuchst etwas nicht mehr zu verlieren. Und ob du spielst, um etwas zu gewinnen, oder ob du spielst, um nicht zu verlieren, macht auch biologisch und von den Emotionen her einen kompletten entscheidenden Unterschied. Und diesen mentalen Switch wieder hinzukriegen, dass man sich nicht verteidigt gegen etwas, was jetzt droht, nämlich eine Niederlage, dass man versucht, einen Punkt festzuhalten, anstatt 3 Punkte mitzunehmen, diesen mentalen Switch, den muss ich trainieren und entwickeln.